So, Bart, ich habe jetzt eine ganze Reihe verschiedener Trainingseinheiten gesehen von dir. Und die Jugendlichen, die wir gesehen haben, das waren Mädchen, die hier in der zweiten Bundesliga bei dir spielen. Stimmt, sind alle Mädchen, die hier für VCO Schwerin spielen in der zweiten Bundesliga und hier alle zur Schule gehen und das dann miteinander kombinieren und dadurch ein Fulltime-Programm machen können. Ja, du hast die über mehrere Jahre hinweg, ne? Im Prinzip sind die Spielerinnen längere Zeit am Stützpunkt, aber bei mir in der zweiten Liga im Prinzip 2 bis maximal 4 Jahre. Mhm. Wie funktioniert das dann? Also da kommen jedes Jahr, wird da eigentlich ein Wechsel gemacht, weil einige mit der Schule fertig sind und neuere, jüngere nachrücken? Ja, die Mädels, die im Prinzip fertig sind mit der Schule, gehen vom Programm raus, können manchmal noch bleiben, aber gehen vom Programm raus. Manchmal gehen auch früher Spielerinnen weg, weil die entweder nach unserem Hauptstützpunkt in Berlin wechseln, um da erste Bundesliga zu spielen, oder vielleicht sogar zum ersten Liga hier schon wechseln. Das heißt, für dich als Trainer ist das immer ein lachendes, ein weinendes Auge. Ne? Du möchtest ihn natürlich gerne weiter behalten, aber freust dich auch über den Erfolg, wenn sie weiter nach oben kommen. Naja, das Ziel ist, die Mädels in die erste Liga und in der Nazio zu bringen. So, wann die Mädels gehen, ist das natürlich eigentlich immer gut, weil es eigentlich ein Kompliment für die Arbeit, die wir hier im Nachwuchs, und das ist nicht nur bei mir, aber auch in die Regionalliga und Mannschaften darunter leisten. So ist gut. Ist natürlich ab und zu auch traurig, weil naja, es sind doch mehr das, wo du langere Zeit mitgearbeitet hast und wo man wirklich was mit erreicht.